Alexa, wie warm ist es draußen? 31 Grad bei klarem Himmel und Sonne. Heute Alexa, ist stopp! wahrscheinlich. Das war's, die Kopfhörer. Also eigentlich liebe ich ja meine großen Kopfhörer, ne? Aber bei über 30 Grad ist es einfach lächerlich und da passt es übelst gut, dass mir Acorns oder so einfach eine Bluetooth-Kopfhörer zugeschickt haben, die eigentlich echt gut sind. Link unten in der Videobeschreibung. Ist es jetzt schon Product Placement? Ich weiß es nicht. Ich habe sie kostenlos bekommen. Heute ist einfach übertriebenes geiles Wetter und ich bin gerade eh in so einem Loch, wo ich nicht so viel tun kann. Und deswegen gehe ich einfach Kaffee trinken. Warum nicht? Ich treffe mich mit der Natalie und genieße dieses übertrieben geile Wetter mit einem Kaffee. Natalie! Hi! Ich habe mich doch gegen einen Kaffee entschieden, weil es ist halt einfach super viel zu warm. Aber ich hatte schon ewig kein Eis mehr, ne? Also kein so ein Eis in so einem Dingsbums, ne? Wie nennt man das, so einen Kaffee? Also so ein Eisbecher. Und guckt euch mal dieses Bananensplit an. Oh, wie geil. Wow. Ciao, Nathalie. Ciao. Bis später. Bis später. Bananensplit. Beste Salz überhaupt. So, mein Plan ist aber jetzt noch kurz zum Friseur zu gehen, weil das hier, das geht halt irgendwie gar nicht mehr. Vor allem hier so an der Seite. Sieht halt wieder aus wie so ein Zerzauster, keine Ahnung was. Deswegen kurz zum Friseur und dann mal weiter gucken. Wups. Das war jetzt ein bisschen arg kurz. Aber wächst ja wieder. Scheißegal. Also das hält jetzt auf jeden Fall mal wieder eine Weile. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich heute noch? Mein nächster Plan, ich habe ihn eben fix gemacht, ist zum Max zu gehen. Der Max, den kennt ihr wahrscheinlich auch. My Epic Reviews war schon ein, zwei Mal in den Vlogs. Und auch sonst, der macht sehr coole Videos. Link unten in der Videobeschreibung. Und wir wollen ein bisschen Longboard fahren, das Wetter ein bisschen genießen. Und ich habe jetzt auch schon meine Schuhe ausgezogen, weil die ultra wehgetan haben. Und ich kann es nur so empfehlen, ne? Wenn es so Sommer ist, wenn es warm ist, einfach die Schuhe mal auszuziehen, einfach barfuß zu laufen. Scheißegal, ob ihr in der Stadt wohnt oder sonst wo. Es ist einfach so übelst angenehm. Also wenn der Boden jetzt nicht so übertrieben heiß ist. Also jetzt gerade geht's voll. Und dann ist es einfach so angenehm, barfuß zu laufen. Ha! Top Empfehlung, übelst. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht in Glasscherben tritt. So, und bevor wir jetzt Longboard fahren gehen, will ich noch ganz kurz was loswerden. Und zwar, warum ich gerade finde, dass mein Leben ziellos ist. Beziehungsweise ich muss das ein bisschen relativieren. Und zwar bin ich gerade in einer Phase, wo ich mit den Bewerbungen so weit durch bin, dass ich nur noch warten kann. Ich kann gerade nichts machen von meiner Seite aus. Ich habe nicht irgendwie das Geld, irgendwie was Geiles zu unternehmen. So irgendwie nochmal einen Roadtrip oder irgendwo nochmal hinfahren oder so. Und das heißt, ich habe gerade temporär kein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Natürlich habe ich das Ziel, eine Arbeitsstelle zu finden oder sonst was, aber ich kann gerade aktiv nichts dafür tun. Und das ist voll das seltsame Gefühl, weil das verbunden mit arbeitslos sein, bringt einen irgendwie in eine Lage, wo man dann versteht, warum es dieses harte Klischee gibt, dass die Leute halt den ganzen Tag nichts machen und irgendwie nur rumgammeln. Weil man landet da übel schnell drin. Also ich weiß nicht, das ist meistens nach dem Abitur, kenne ich es von sehr vielen, dass man auch in so eine Phase reinrutscht, wo man halt irgendwie den ganzen Tag nur gammelt und Serien schaut und einfach übel den Assi-Lifestyle hat. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man kein Ziel im Leben hat, dass man da irgendwie reinrutscht. Also ich meine, bei mir, ich habe den Vorteil, dass es bei mir nur ziemlich temporär ist und demnächst auch wieder vorbei sein wird. Aber ich kann es übertrieben verstehen, dass wenn man kein wirkliches Ziel im Leben hat und halt keine Ahnung von Hartz IV lebt oder irgendwie, dass man da halt übel schnell in so einen Assi-Lifestyle abrutscht. Und deswegen finde ich, dass man die Leute nicht so judgen muss, sondern eher dafür sorgen muss, dass sie halt wieder ein Ziel haben. Das war jetzt so ein kleiner Gedanke. Kleiner Gedanke, den ich mal kurz einwerfen wollte, weil das mich hier gerade so rumtreibt, so ein bisschen. Aber das ist ja wie gesagt bei mir demnächst vorbei. Und wir gehen jetzt Longboard fahren. Auf geht's. Max! Robin! Wow! Es ist so lange her, dass ich auf dem Longboard war. Dito. Bei mir letztes Mal mit Felix in Leipzig. Aber es ist so cool, vor allem bei dem Wetter jetzt. Es ist halt nicht mehr so übel heiß, es geht ein bisschen Wind. Und der Boden ist übelst gut geeignet. Neidisch auf deine kleine Kamera. Hä? Neidisch auf deine kleine Kamera. Das Coole ist, der Max, der hat ja die Alpha 7 S2, richtig? Ja. Mit dem, wie heißt, welches Objektiv? Mit dem G-Master 2470 F2.8. So, was kostet dein gesamtes Setup? So wie du es gerade in der Hand hast, ungefähr. 5.000 5.000 Euro.
Das heißt, wenn es den Max jetzt auf die Fresse haut, hat er 5.000 Euro verloren. Bei mir sind es nur will ich das wirklich verloren knapp jetzt? 2.000. Und das weiß ich nicht. Longboard wird getauscht. Vlogception. Ich bin gespannt. Mein Board war viel billiger und ich mag das gar nicht so. Das hatte wie 60 Euro gekostet bei Karstadt. Auto. Ja, ist doch egal. Und das Board von Max, das liegt halt viel tiefer und deswegen kann man damit, finde ich, viel geiler Kurven fahren als mit meinem. Keine Ahnung warum. Diese Straße hier, die ist so geil. Die ist irgendwie direkt an der Uni in Stuttgart und die hat halt so einen leichten Abschuss. Das heißt, du musst halt kurz hochpushen und dann kannst du einfach ganz gechillt wieder runter cruisen. Das ist einfach so cool. Auf geht's zum Drop. Da hinten ist nämlich, das seht ihr jetzt gerade nicht, da ist die Mensa. Und da ist so ein übelster Drop nochmal runter. Da wird es richtig steil und dann geht es wieder hoch. Die Frage ist, ob wir es uns trauen, diesen steilen Berg erstmal runterzufahren. Eigentlich kann nichts passieren, weil danach geht es wieder hoch. Aber uneigentlich habe ich mir schon mal auf dem Board was gebrochen. Es war zwar kein Longboard, aber trotzdem. Tschüss. Ciao. Bis später. Wie war's? Ganz fertig. Hast du überlebt? Jetzt bin ich dran. Huhu. Ja, dann auf geht's, ne? Ha, ist ja kein Problem. Und? Easy. Hätte man gar nicht so viel Angst haben müssen. Bevor es wieder zurückgeht, gibt es noch ein kleines Q&A auf Max seinem Kanal. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch direkt mal angucken. Und unser Setup ist einfach so cool. Wir haben die beiden Boards so zusammen gemacht und dann die Kamera da oben so drauf balanciert und die filmt dann uns. Und den Ton nehmen wir von meiner Kamera. Weil das ist viel zu weit weg, um gescheiten Ton zu haben. So wird's gemacht. Max, wie schön sind diese Wolken bitte. Aber lass mal zu dir zurückfahren. Ich brauche Hilfe beim Autokauf. Ja, ja. Auf geht's. Wir haben jetzt die Suche mal eingegrenzt. Also Stuttgart und Umgebung bis 3.000 Euro, bis 150.000 Kilometer. Und dann scrollen wir hier runter, so ganz normal. Und dann kommt ein Fiat Stilo Multivagon, welcher erstmal so ganz gut aussieht. Sieht ganz normal aus, ne? Und dann so, warum ist der so zerrostet? Aha. Und dann so die Frontaufnahme. So, oh mein Gott! Was ist das? Wie nennt man das? Hutzgroup. Hammer, und diesen Lichtern vorne? Diese Totenköpfe drauf, auf einem Fiat Stilo. Das Ding ist nämlich, wir suchen so ein bisschen, also ich meine, bei mir geht es jetzt demnächst halt wirklich ans Arbeiten. Arbeiten heißt, ich habe ein bisschen mehr Geld. Arbeiten heißt auch, ich will mir ein Auto kaufen. Einfach, um ein bisschen rumzufahren. Und meine Anforderungen, ich kenne mich so gut wie gar nicht mit Autos aus, weil mein erstes Auto war in Neuseeland. Der Max hingegen, der kennt sich ganz gut mit Autos aus. Und deswegen wollen wir mal so ein bisschen den Markt sondieren, was ich so ungefähr so einplanen kann, was mich so ein Auto ungefähr kosten würde in der Erstanschaffung. Dein Auto ist ja eher so ein Ding, du moddest gerne dran, du hast so ein Lifestyle-Teil. Genau, so ein Lifestyle-Teil. Mhm. Für mich auch, aber in eine vollkommen andere Richtung. Ja. Weil ich will mit diesem Auto die Möglichkeit haben, einfach mal spontan zu sagen, jo, ich mache jetzt einen Schweden-Rundtrip oder keine Ahnung, ich werfe mir Bettzeug hinten rein, so wie ich es in Neuseeland gemacht habe, einfach mal im Auto pennen. Das ist für mich der Auto-Lifestyle, der mir wichtig ist und deswegen habe ich die Anforderung, Rücksitze flachlegen können. Das war's eigentlich. Ich muss reinpassen. Ich muss Zuverlässigkeit. Reinpassen. Ja, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Ich hatte übelst Bock auf so einen alten Volvo, ne? Aber wie teuer stimmt, sind die? Nee, die machen Sinn. Mich würde es mal interessieren, was ist euer Auto, also was muss, wenn ihr jetzt ein Auto kaufen würdet, was müsst ihr kennen? Geht es so in Richtung Lifestyle wie sein Auto? Ich meine, ihr könnt ja auf seinem Kanal gucken, wie es aussieht. Ich könnte dir von meiner Bachelorarbeit berichten, aber das
Da haben mich ganz viele gesagt, primär Fortbewegungsmittel, aber sehr viel Lifestyle-Inhalt ist auch mit dabei. Ja. Deshalb bin ich mal gespannt, was jetzt die Zuschauer sagen. Ja, weil meins ist ja auch Lifestyle, aber halt eine andere Richtung dann. Ja, ist aber es ist Lifestyle. Ja, aber jetzt gucken wir mal. Also der fällt raus. Hier, davon rede ich so. Einfach so einen großen Kofferraum, wo man umklappen kann und dann einfach ein Bett reinschmeißen kann. Und dann einfach losfahren. Das wäre doch geil. Das wäre geil. Das heißt, wir haben jetzt einen guten, oder ich habe jetzt ein bisschen so eine Vorstellung, wie viel Geld mich das ungefähr zurücksetzen würde und nach was man so, was so grob halt im Markt verfügbar ist. Danke dafür, Max. Ja, bitte, bitte. Und das war es dann aber auch heute schon für den Vlog. Wie gesagt, Max' Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der hat auch einen Vlog vom heutigen Tag gemacht. Aber nicht so umfangreich. Nicht so umfangreich. Ja, aber meiner kommt ein bisschen später, weil ich noch ein Video zwischensetzen muss. Das wisst ihr dann schon Bescheid. Ne? Auf jeden Fall, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich fahre jetzt einfach nur noch nach Hause. Ich bin übelst müde, übelst fertig vom Tag heute. Dito. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ciao. Bis dann. Ciao.